Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. Hallo liebe Freunde der gepflegten Küche. Mein Hund begrüßt euch auch gleich. Heute ist Montag, der Nudeltag. Heute am 8. Mai 2023 machen wir uns ein schönes italienisches Nudelgericht, wobei der Hauptakteur hierbei eigentlich hier liegt. Seht hier zwei schöne Hähnchenschenkel und die machen wir uns heute auf italienische Art. Dazu brauchen wir eine Zwiebel, zwei Knoblauch, ein bisschen Brühe da hinten. Ich mache mal hier Licht an. Dann Tomatensoße und italienische Kräuter. Wir sollten dazu dann noch etwas Peperoni reintun, scharfe, dass das Ganze auch richtig Dampf bekommt. Und ja, ich schalte jetzt schon mal die Pfanne ein. Und dann fangen wir an, die Zwiebeln und den Knoblauch zu schneiden. Dann geben wir noch etwas Öl in die Pfanne. Knoblauch. Öffnen den in der Mitte. Raus. So. Das habe ich jetzt übrigens auch von den Italienern gelernt.
Wenn Sie den italienischen Köchen beim Kochen zuschauen, werden Sie feststellen, dass die immer das Innere des Knoblauchs, bevor Sie den kleinen schneiden, rausnehmen. Schön in kleine Stücke. Noch gleich weg. Dann können wir hier schon mal die Tomatensauce aufmachen. Und lassen das mit den Zwiebeln hier auf der Hautseite ein bisschen anbraten. Rollen wir hier gleich ein bisschen auf. Dem Durst schlimmer als Heimweh ist, muss der Koch jetzt erstmal was trinken. Herrlich.
seht, die Zwiebeln sind schon schön glasig. Und deswegen geben wir hier unsere Tomatensoße jetzt dazu. Und dann holen wir uns die Reste von innen auch noch raus. Etwa die Hälfte von dem Tetra Pak noch mit Wasser füllen, weil die Tomatensoße ist ja sehr dick. Die reduziere ich auch noch ein, denn dieses Hähnchen wird jetzt etwa eine Dreiviertelstunde hier am Herd kochen. So. Unsere berühmte Brühe. Noch schön pikant ab. Und da hinten steht noch so ein schöner Rest eines italienischen Rotweines. Von dem auch noch ein bisschen da rein. Und den Rest dann von dem Rotwein ganz zum Schluss. So, das war's eigentlich schon. Jetzt tue ich da noch einen Deckel drauf und in einer halben Dreiviertelstunde stelle ich dann die Nudeln hin. So, wir nähern uns jetzt dem Endspurt. Ich gebe jetzt schon mal Salz in das Wasser. Und dann spielen wir Mikado. Und hier seht ihr dieses wunderschöne Hähnchen schwimmen. Ist das nicht schön? Und ich melde mich dann wieder, wenn das Essen fertig ist. So, jetzt sieben wir ab.
So. Und sieht es nicht schön aus? Ein wunderschönes italienisches Hähnchen mit einem Glas Rotwein. Was willst du denn da mehr vom Leben erwarten? Ich wünsche euch allen guten Appetit.